In Seevetal bei Hamburg beginnt für Truckerin Cindy Faber ein Tag voller Abenteuer. Eine Fernstrecke liegt vor ihr. Es geht zum allerersten Mal ins Ausland. Mit allem, was Cindy befürchtet hat. Wir müssen uns jetzt definitiv an der Tankstelle eine Mountbox holen, weil so die Straßen doch alle mountpflichtig sind, was ja im Internet so ein bisschen figelinsch zu lesen ist. Der Adrenalinpinkel steigt. Normalerweise fährt Cindy Nahverkehr in und um Hamburg. Heute darf sie einen Traktor nach Polen bringen. Einmal Fernverkehr war ein lang gehegter Traum. Ob der zum Albtraum wird? Mist, ich habe was vergessen. Meine Fahrerkarte. Richtig aufgeregt. Und da muss man sich jetzt so aufpassen, da können sogar die kleinsten Fehler, die total blödsinnig sind, können einen jetzt das Genick brechen. Es ist halt, man macht sich schon seinen Kopf. Was ist, du hast eine Reifenpanne. Gut, ich sag mal, klar kannst du auch hier in Deutschland deine Reifenpanne haben, aber ich sag mal, es ist schon was anderes. Als hier bin ich der Meinung, ich kann mich natürlich auch täuschen, als wenn du da halt im Ausland stehst und du musst dich mit Händen und Füßen. Hier versteht dich jeder. Cindy will ihrem Chef beweisen, dass auch auf weiteren Strecken auf sie Verlass ist. Dazu hat sie heute die einmalige Chance. Die letzten Nächte waren, muss ich ganz ehrlich sagen, Hölle. Also gestern Nacht habe ich, glaube ich, gar kein Auge zugekriegt, weil ich schon gefühlt war ich schon 5-mal da und 10-mal wieder zurück. Die erste Auslandstour führt Cindy kurz hinter die polnische Grenze. Eine überschaubare Strecke. Wenn du natürlich von Anfang an so eine weite Tour gleich nimmst und das läuft alles Katastrophe, so kannst du erst mal reinschnuppern wie in Polen. Was brauche ich überhaupt? Wie läuft das mit der Mount ab? Was muss das Fahrzeug haben, damit ich überhaupt in Polen fahren darf? Also die Sicherheitsmaßnahmen. Da finde ich das schon ganz gut, wenn man dann nicht noch am besten noch durch zwei weitere Länder fährt oder noch eins. Wenn du dich erstmal auf eins beziehst. Auf dem Weg nach Polen muss Cindy durch Berlin. Stadtverkehr ist die 32-Jährige gewohnt. Mensch, guck, ist in Hamburg nichts anderes, in Berlin auch. Also in den Städten ist das scheinbar völlig normal. Anders ist nur, dass Cindy hier nicht alle paar Kilometer zum Laden und Abladen halten muss. So, jetzt wird's aber eng. Jetzt würde ich gern raus hier aus der Stadt, weil ich brauche einen Parkplatz. Weil ich brauche meine Pose. Doch eine Parkmöglichkeit ist auch hinter Berlin nicht in Sicht. Ein Problem, mit dem Cindy nicht gerechnet hat. Das wird lustig. 4 Minuten. Ich muss jetzt dringend einen Parkplatz her. Aber der kann nicht hergezaubert werden. Als die Fahrzeit abgelaufen ist, muss die 32-Jährige improvisieren. Sie wird jetzt hier mal rausfahren. Eine andere Möglichkeit bleibt mir jetzt tatsächlich nicht mehr. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Da ist Michelle. Yeah! Yeah! Michelle! Sehr gut. Sehr gut. Ein Pausenstellplatz mit Toiletten und der Möglichkeit, einen Kaffee zu kaufen, darauf hat Cindy schon nicht mehr zu hoffen gewagt. Immerhin muss sie es hier eine Weile aushalten. Aber jetzt 45 Minuten, ich bin völlig überfordert, weil der Kaffee ist gleich aus und ich habe immer noch Pause. Also ja, werden wir uns noch mal kurz hier so ein bisschen die Beine auf und ab verwegen und ja, mal gucken. 45 Minuten Pause nach 4,5 Stunden Fahrt, so will es das Gesetz. Cindy Faber ist auf dem Weg nach Polen. Ihre Zugmaschine hat vor kurzem ein neues Design bekommen. Die Fotos vereinen Cindys Beruf und Hobby. Das war so ein Highlight, weil ich die Dumper so gerne gefahren bin oder auch noch fahre. Und habe ich gesagt, das will ich hinten drauf haben. Leider kommt es nicht ganz so gut zur Geltung. Man sieht nur Umrisse, aber so ist es auch schön.
Neben ihrer Hobby-Rinderzucht gehören Aktfotos zu Cindys liebster Freizeitbeschäftigung. Gerne in Kombination mit großen Maschinen. Nicht immer kommt ihr Hobby gut an. Alle, es wird immer einer was zu meckern haben, aber das Wichtigste, mir gefällt, ich fahre mit jeden Tag rum und ich kann mich damit voll identifizieren. Also ich persönlich finde das nicht schlimm. Also ich weiß noch, als ich Kind war, hatte mein Opa seine Garage voll gekleistert mit so einem Kalender. Genauso gibt es doch auch Männerkalender. Tatsächlich ist es mir schon wichtig, dass ich auch Unterstützung habe. Klar, in erster Linie muss mein Partner damit klarkommen. Das ist schon mal sowieso. Wenn der nicht hinter mir steht in dem, da muss ich ehrlich sagen, das ist eigentlich der Part, der man sagt, Maus, du musst jetzt mal wieder ein paar Bilder machen, ne? Das wird ja langsam langweilig, wo ich dann so sage, ja, ne, mal ganz piano, ich habe im Moment gar keinen Bock. Und im Moment auch andere Sorgen. Die polnische Grenze kommt näher und mit ihr Cindys Panikaufgabe. Eine Mautbox kaufen. Aufregung. Meine Mautbox. Nein, das wird schon. Wobei 4,4 soll schon polnische Grenze sein, ne? Das richtige Mautbox-Paket zu kaufen ist für die Norddeutsche gerade die größte Herausforderung. Ich mache mir Gedanken, was ich da vorlegen muss, wie teuer die doch ist. Also ich weiß, dass sie 150 Euro kosten soll. Aber ich frage mich, ob die dann für hin und zurück reicht. Jetzt muss Cindy erstmal hin. Versehentlich nimmt sie aber eine Ausfahrt zu früh. Die Strecke führt in den Spreewald. Schön eigentlich. Nur mit Zeit im Nacken und noch die Mautbox besorgen. Super! Ich hätte mich ja richtig angeschissen mit der kleinen Auffahrt hier wieder. Herzlich willkommen in Polen. Du hast sie verdammt, Freundchen. Wir sind noch nicht in Polen. Das ist echt scheiße. Nach einer Viertelstunde ohne Umkehrmöglichkeit findet Cindy endlich zurück auf die Autobahn. Und dann wird es ernst. In 1 Kilometer sind wir in Polen. Hier müssen wir runter, weil wir müssen zu der Tankstelle da. Ich krieg gerade schon wieder Herzrasen, weil ich denke, die Ausfahrt ist gesperrt. Oh, nee. Ich fahre jetzt nicht noch 100 Umwege für eine Vignette. Jetzt ist Schluss. Ich hoffe nur, dass es nicht so ein Automat ist, sondern auch eine Person, mit der man sprechen kann. Weil so ein Automat ist halt nicht immer so vom Vorteil.